Hallo Leute, hier mein Review des schmalen Blaumanns. Der schmale Blaumann ist einer von vier Hauptschnitten, die die Blaumann hat. Also es gibt den schmalen Blaumann, den extra schmalen Blaumann, die Karotte und den geraden Blaumann. Und der schmale ist der bei mir im Laden, der am beliebtesten ist bei den Kunden. Ist, glaube ich, auch, weil der praktisch vom Schnitt her ist es absolut zeitlos, das Teil. Also der Kollege trägt es, ich trage den hier gerade. Es ist gerade geschnitten, ich zeige euch den mal, praktisch die Hose gleiche Größe. Wenn ihr sie praktisch so wenn ihr sie im Laden anhabt oder aus dem Paket nehmt, dann sieht das Teil so aus. Also ab Knie absolut gerade geschnitten, weit genug, damit der Boots zum Beispiel auch reinpassen, drunter passen. Also ihr seht schon, dass Blaumann das Wort schmal eher weit interpretiert. Also ist jetzt der gerade Blaumann zum Vergleich ist zum Beispiel deutlich weiter nochmal, deutlich weiter. Der extra schmale Blaumann ist halt deutlich schmaler. Dann, das ist immer noch kein Skinny, aber das ist dann schon so klassischer Slimfit, der extra schmale. Und die Karotte ist halt dann oben weit und geschnitten und verjüngt sich dann so nach unten. Der schmale Blaumann ist aber absolut gerade. Gefertigt in Deutschland, in der Oberpfalz. Und das Coole finde ich, dass fast die gesamte Ausstattung, bis auf den Stoff, alles in Deutschland gefertigt wurde. Also sprich die Garne, die Nieten, die Knöpfe, das Lederpatch hinten, alles gefertigt in Deutschland, finde ich schon sehr konsequent. Es gibt verschiedene Modelle und ich will euch vier Modelle vorstellen. Zwei seht ihr jetzt hier schon. Ich fange mal mit dem schwersten Modell an, was ich bei mir im Laden habe, von Blaumann, die 15-Unzen-Variante. Und zwar die 15-Unzen-Organic-Variante. Und die erkennt ihr daran im Vergleich zu der Non-Organic-Variante, dass bei der Organic-Variante habt ihr hier zusätzlich nochmal diesen weiß verstärkten Bund. Das hat nur die Organic-Variante. Aber viel wichtiger, wenn man sich die Unterschiede zwischen Organic, Non-Organic ansehen will, abgesehen mal vom Preis, ist, dass die Organic-Variante halt dafür bekannt, berühmt, berüchtigt ist, wirklich extrem zu fäden. Also es ist wirklich ein Fast-Fäder. Wer das nicht mag, also wenn er eher ein Teil sucht, was lange und tapfer seine Farbe hält, dann würde ich eher zu der Non-Organic-Variante gehen. Aber wenn ihr das Teil schnell fäden sehen wollt, dann ist das hier ideal. Ich zeige euch das mal, wie die aussieht. Das kann ich auch hier machen. Wenn sie halt schon mal ordentlich gefädelt ist. Und zwar ist das hier nichts weiter als ein Stückchen Saumende, was ich mal gekürzt hatte und dann habe ich es praktisch nochmal zusätzlich versäumt und dann einfach gewaschen, also ziehe ich mal gewaschen. Keine Ahnung, ich hatte jetzt wahrscheinlich 20 Haushaltswäschen so über das letzte halbe Jahr oder so hinter sich und dann sieht es halt so aus und ich zeige euch das, damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, was nachher praktisch aus diesem dunklen Blau nachher wird, farblich gesehen, also strahlt so richtig schön ja, Indigo-Blau raus über die Zeit. Das ist so der Stoff. Der Stoff ist übrigens das Einzige an dem Teil, was nicht deutsch ist. Das ist ein japanischer Stoff von Kuroki mit einer, wird man wahrscheinlich hier im Video nicht sehen, mit einer weiß-blau-grünen-weißen, also weiß-blau-grün-weiß Salvage-Kante. Also blau steht halt für Blaumann, grün für Organic. Der Stoff ist eigens von Kuroki in Japan für Blaumann gefertigt, was ich ja extrem cool finde. Zu der Ausstattung, weil es halt auch nicht sofort zu sehen ist, sind die verdeckten Nieten, also ich sage ja nicht zu sehen, also hier sind tatsächlich Nieten drunter, hier und hier, um es zu beweisen. Da habt ihr sie, die Nieten. Das macht die Hose aus meiner Sicht nicht besser, also was den täglichen Gebrauch betrifft, es sei denn, ihr habt Kinder, die halt dann immer jeden Tag hier so dranhängen, mit vollem Gewicht, dann mag das relevant sein, aber für den normalen Einsatzfall spielt so eine Niete da hinten keine Rolle, genauso wie es keine Rolle spielt, ob das Patch jetzt hier aus Leder ist oder nicht. Aber beides sind halt Dinge, die mir zeigen, dass da jemand sich halt Gedanken macht und halt eine wirklich wertige Hose machen wollte, selbst wenn bestimmte Ausstattungsdetails halt nicht jetzt unbedingt für den täglichen Einsatz halt nötig sind oder wichtig sind. Die 15-Unzen-Variante. Also relativ, ist nicht super schwer, aber ist schon ordentlich Gewicht und hat super Fading-Potenzial. Das Kontrastprogramm dazu, auch was Fading-Potenzial betrifft, ist hier das Teil aus Bull Denim.
14 Unzen, auch wieder ein Kuroki-Stoff, mit einer, allerdings nur mit einer, ich komme mal näher ran, vielleicht sieht man das, mit einer grünen Salvage-Kante, auch wieder ein Organic, gleiche Ausstattung wie gehabt, verdeckte Nieten, gibt es leider nicht mehr so viele Teile und zurzeit wird es auch nicht gefertigt. Also wer sowas hier mag, das ist zum Beispiel eine 33, 32, so ein paar Stück habe ich von dem Teil noch, was ich extrem cool finde, das werdet ihr an dem wahrscheinlich kaum sehen, aber deswegen komme ich mal ein bisschen näher ran, sind hier, dass er halt immer noch so die Kapselreste, das sind so die dunklen Dinger hier, seht, die kann man auch einzeln rauspulen, wenn man das wollte oder wenn es sinnvoll wäre. Das wäscht sich aber mit der Zeit sowieso raus. Also das ist tatsächlich mehr oder weniger unbehandelte Baumwolle. Also da ist nichts gefärbt, so sieht es bei den anderen auch, nur dass da halt Farbe drauf ist und man es nachher nicht mehr sieht. Und bei der seht ihr das halt noch. Ach, apropos Fädenpotenzial ist hier natürlich null. Also hier wird nichts auswaschen oder aufhellen. Ganz im Gegenteil, also beim Tragen wird eher so das Anti-Fading passieren. Aber viele finden es ja total cool. Dann voilà, dann halt den schmalen Blaumann in der Ecru-Variante. Ich habe ja gesagt, dass ich euch vier vorstelle, vier Teile. Das ist jetzt hier ein guter Kompromiss, finde ich. Und zwar ist es die 12,5 Unzen Variante. Auch wieder, ihr seht es am weißen Band hier im Saum, im Bund. Auch wieder eine Organic-Variante. 12,5 Unzen, leider auch etwas, was nicht mehr produziert wird. War wohl ein Deadstock. Genau, halt schon spürbar leichter. Und vor allem, wenn ich es jetzt mal gegen meine 15 Unzen Variante halte, dann seht ihr das hier. Das ist jetzt die 15 Unzen Variante, die ist halt klassisch richtig dunkel. Die 12,5 Variante geht dann eher so ins Stahlblaue rein. Ticken heller und vor allem ein bisschen grauer oder stahlblauer vom Grundton des Stoffes. Aber es ist auch ein Redcast, also wird auch strahlend blau ausfärben. Oh. Und da habe ich noch eine. Die ist tatsächlich ein bisschen anders, auch preislich. Ein paar Euro günstiger. Einmal, weil es ein Deadstock ist. Also es ist jetzt hier keine Organic-Variante. Seht ihr halt praktisch kein weiß verstärkter Bund nochmal, sondern praktisch ohne diese Verstärkung. Ist ein Deadstock. Also Blaumann hat da praktisch Stoffrestbestände aufgekauft. Und solange die werden jetzt verarbeitet. Und wenn die Rolle leer ist, dann gibt es die Hose nicht mehr. Zurzeit gibt es sie halt noch. Cool an dem Teil ist halt, dass es nicht nur das ist, es ist jetzt ein Kaihara-Stoff, kein Kuroki mehr, aber auch als praktisch japanischer Stoff. Das hat halt nur 11 Unzen und damit ist praktisch das Kontrastprogramm gerade zu der 15 Unzen-Variante. Also halt dann perfekt, wenn ihr halt Salvage im Sommer tragen wollt. Ach, das ist übrigens jetzt hier, was ist das eigentlich für ein Salvage? Ach, das ist ein roter, genau, weiß-rot-weißer Salvage. Wenn ihr es im Sommer tragen wollt oder wenn ihr halt eine wollt, die halt schon noch ein bisschen mehr nachgibt. Die sind ja alles stretchfrei, alles 100% Baumwolle. Und wenn ihr so ein bisschen eher zu der bequemeren Fraktion gehört, wo der Stoff ein bisschen mehr nachgeben soll und nicht ganz so sperrig rüberkommen soll wie die 15-Unzen-Variante, dann ist der schmale Blaumann in 11 Unzen eine gute Option, finde ich. Übrigens preislich 239. Die anderen liegen alle so ein paar Euro drüber. Ach ja, genau, die Version übrigens kommt auch ohne die verdeckten Nieten. Also da ist, wie gesagt, die Hose ist deshalb nicht schlechter, sondern es ist dann einfach nur einfacher ausgestattet und deshalb halt auch etwas günstiger. So, jetzt habt ihr praktisch vier, also wenn euch die Idee des schmalen Blaumanns gefällt, habt ihr vier Varianten zur Auswahl. Und wer sich jetzt die Frage stellt, welche Variante für ihn die beste ist, das ist eine gute Frage. Das kann immer nur jeder für sich entscheiden. Klar, wenn er mich als Kaufmann fragt, dann nehmt alle vier zum Beispiel. Aber jetzt mal ein Realo. Wenn Bequemlichkeit das oberste Gebot ist, dann würde ich die 11-Unzen-Variante nehmen. Im Sommer sowieso, im Hochsommer. Wenn ihr trotzdem lang und Raw tragen wollt und Salvage, dann ist der 11-Unzen-Kaihara eine super Sache. Wenn ihr es aber durchaus schwer mögt und wenn ihr auf jeden Fall die extremsten Fadings wollt, dann würde ich zu der 15 Unzen Kuroki-Variante in der Organic-Version gehen. Also Option über Option in dem Sinne.